Hallihallo, hier ist wieder Papa Noob. So, nachdem mein Zelda TOTK Let's Play beendet ist und ich mir mal eine Woche Pause gegönnt habe, habe ich mir jetzt mal wieder einen Klassiker rausgesucht. Und vorab noch ganz kurz: Einige von euch haben mich wirklich über 1,5 Jahre bei TOTK begleitet. Hat mich echt gefreut und ich hoffe, ihr hattet dabei ein bisschen Spaß und vielleicht habt ihr auch ein bisschen Spaß bei dem jetzigen Klassiker. Wobei Klassiker, naja, für mich schon. Activision. Okay, jetzt wisst ihr's, es ist ein Skylander-Spiel. Leichte Kost. Nur die Frage, welches. Wer meinen Kanal verfolgt, müsst wissen. Es ist Skylanders Trap Team. Weil Spyro's Adventure, Skylanders Giants und Skylanders Swap Force habe ich schon durchgespielt. Und das hier ist das nächste in der Reihenfolge. So. Da ich das ja nur zeigen will, spiele ich mal auf leicht, wenn ihr ein bisschen mehr Action wollt. Noch sind die Spiele halbwegs günstig zu kriegen, zumindest für Nintendo-Konsolen. Bei PlayStation sieht es schon ein bisschen schwieriger aus. Und so Sei langsam verschwinden gegrüßt, die Skylander auch von den Hausmeister. Flohmärkten. Ich bin Aber Ion im Internet kriegt man noch und ich genug. geleite dich auf eine große Reise. Willkommen in den Skylands, eine magische Welt der Wunder und Abenteuer. Beschützt vor den großartigsten Helden aller Zeiten, den Skylandern. Aber die Skylands waren nicht immer so friedlich. Einst wurden sie von den berüchtigsten Übeltätern unterdrückt, die die Skylands je gekannt haben. Den Schicksalsräubern. Aus ihrem Versteck tief im ungezähmten Ödland heraus plünderten die Schicksalsräuber ohne Gnade, bis kein Ort mehr sicher war. Zum Glück wurde ein Elite-Team von Skylandern gerufen, die legendäre Waffen trugen, um diese Schurken ihrer gerechten Strafe zuzuführen. Das war das Trap-Team. Sie nahmen die Schicksalsräuber gefangen und brachten sie in die uneinnehmbarste Festung aller Zeiten, den Wolkenknackerknast. Weggesperrt hinter Mauern aus reinem Traptanium, würden die Schicksalsräuber nie wieder die Skylands bedrohen können. Jedenfalls dachte man das viele Jahre, bis ein vertrautes Unheil zurückkehrte. Das Trap-Team wurde fortgeschleudert aus den Skylands. Und entfernt von ihrer Magie begannen sie zu schrumpfen. Inzwischen wurden die zerstreuten Fragmente des Wolkenknackerknasts in mächtige Fallen verwandelt. Aber du hast sie gefunden. Und gerade rechtzeitig. Die schlimmsten Schurken der Skylands sind wieder auf freiem Fuß. Es liegt an dir und deinen Skylandern, sie aufzuspüren, bevor es zu spät ist. Ein großes Abenteuer erwartet dich. Sieh nur. Als Chef der Sicherheit und geheimen Ninja-Kommando-Operationen heiße ich euch willkommen zur großen Eröffnung der Skylander Akademie. Ich erinnere mich. Oh Mann, das ist klasse, Kaylee. Ich meine, ein neues Skylander Hauptquartier. So etwas hat es ewig nicht mehr gegeben. Ich weiß, Hugo. Und Buzz ist der legendärste Skylander-Trainer aller Zeiten.
aber er hat auch irgendwas Vertrautes. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich kenne Typen wie ihn. Ein echter Anker. Sag mal, redet er immer noch? Mit der Eröffnung der neuen Skylander Akademie hoffen wir endlich wieder Sicherheit, Vertrauen und... Rudy! Ach du grüne Guacamole! Das Ding ist mitten in unserem jährlichen Sprudelfest gelandet. Nicht bewegen, Leute. Die Skylander und ich sehen uns die Sache mal an. Okay, Kapitel 1 Sprudelquell. Klar, ist eigentlich ein Spiel für Kinder. Sozusagen leichte Kost. Ich mag's, ist ein kleines bisschen Kämpfen dabei, nicht wirklich viel. Ist ein bisschen Rätselknacken dabei, auch nicht so furchtbar viel. Macht Spaß, ist entspannt. Und der das einfach nur fett. Also der nicht. Der auch nicht. Der. Wo steckt bloß mein Skylander-Agent? Erst schlagen! Dann fragen. So, ganz kurz vorab. Das ist Voodoo. Das ist ein Skylander noch von Spyro's Adventure. Und die meisten alten Skylander gehen auch in den neuen Spielen. Insofern labert ihr mir die Ohren voll. Mein Name ist Buzz, Chef der Sicherheit und geheime Ninja-Kommando-Operationen. Wie wär's, wenn wir uns hier mal etwas umsehen? Ja, also mal, ich muss mal gucken. Auf der B-Taste kann ich springen. Ich spiele übrigens mit dem Wii U Pro Controller. Okay, das ist ein Angriff. Das ist noch einer. Okay, jetzt gucken wir uns erstmal um, weil hier gibt es bestimmt wieder Schriftrollen und Schatzkisten. Wir gucken uns einfach mal um. So. Den habe ich übrigens auch letztens auf dem Flohmarkt ergattert für ein paar Euro. Aha, Primärangriff ist Y, alles klar. Klopf. Klopf. Ich sagte doch Klopf. B zum Springen, wunderbarstens. Unser Dorf ist am Ende. Ich erinnere mich noch dunkel dran, dass es hier Ballons gibt. Moment mal. Okay, die fliegen nur weg. Dass da Ballons gibt. Und dass hier irgendwo Radios rumstehen. Und ihr habt es wahrscheinlich gerade auch rechts gesehen. Da steht schon eine Schatzkiste. Und da unten scheint irgendein orangener Fluss zu sein. Und da anscheinend Kohle zu machen ist, heißt das, da kann man drüber latschen. Nehme ich mal an. Sehen wir gleich. Da gehen wir nämlich mit als erstes hin. Vor einer geschlossenen Tür ist nur eins besser als ein Schlüssel. Eine geladene Kanone. Feuer frei. Jupp. Hoppla. Bumblitz. So. Die altbekannten Schildkröten sind auch wieder da. Schieb die Dinger einfach aus dem Weg. Niemand. Okay, jetzt könnte ich darüber gehen. Will ich aber noch gar nicht. Ich will erst gucken, was hier ist. Oh, Strömung auf jeden Fall. Was wollte ich noch sagen? In dem Spiel gibt es dann, Rückflussüberlauf. Sehr schön. In dem Spiel gibt es, glaube ich, 10 verschiedene Elemente, also 2 mehr als vorher. Zu den üblichen Technologie, Leben, ich weiß gar nicht mehr, Gestein, Magie, kommen auf jeden Fall noch Licht und Schatten dazu. Was war noch? Feuer, Wasser gab es noch als Elemente. So, das hier hätte jetzt fast so ausgesehen, als wäre da was Interessantes. Wie soll ich denn da hochkommen? Oh, okay. So anscheinend. Wo bin ich denn hier? Am Ausgangspunkt. Ja, also ich gehe mal davon aus, dass man mit 10 Skylander das Spiel komplett durchspielen kann. Wenn ihr es euch zulegen wollt, empfehle ich, kauft ein Konvolut. Sprich, nehmt ihr das Spiel mit ein paar Skylandern verkauft.
Aber frag mich jetzt bloß nicht nach den Preisen, da bin ich nicht so up to date. Ach, hier stehen Radios übrigens rum. 95,7 Z7973 K-Troll. Achtung, eine dringende Nachricht. Das jährliche Skylands Sprudelfest wurde abgesagt. Alle Trolle sollten sofort verschwinden und so viel Sprudel wie möglich klauen. Zeit für einen Hörerwunsch. Ja, okay, im Radio. Mal gucken, kann ich den Kram hier zerdeppern? Jawohl, kann ich. Ballons fliegen weg. Nicht ganz so interessant. Die Schildkröten bleiben dankenswerterweise sitzen, wenn man sie reinschubst. So, ach, guckt mal da hinten. Da hinten ist so ein dieser rote Kreis. Das heißt, hier muss ich jetzt definitiv kämpfen. Ich habe das Spiel vor Jahren schon mal durchgespielt. Aber, boah, das ist echt lange her, dass ich das noch alles zusammenkriege. Er mag wie ein normales, harmloses Schaf aussehen, aber ich kann dir versichern, dass Sheep Creep hier nichts Gutes verheißt. Okay. Er sollte im Wolkenknacker-Knast sein und eine zum Scheitern verurteilte Schafsrebellion anführen. Aber so können wir doch perfekt deine Fallenfähigkeiten trainieren. Richtig. Besiege du ihn doch für mich, geht das? Also, in dem Spiel gibt es da noch zusätzlich Fallen, in denen ich Bösewichte einfangen kann. Und der hier sieht... Jetzt sieht er wie Bösewicht aus. Richtig. Sheep Creep. Sheep Creep. Also, Fallen gibt es von jedem Element. Und die kosten zwischen elend viel und ein paar Cent. Warum haut denn der jetzt ab? Ausweichen. Aua, aua. Hä? Wieso hat der mich weggeschubst? Sheep Creep besiegt. So, jetzt stecke ich eine Falle ins Portal. Steck eine Liebe. Sheep Creep gefangen. Okay, jetzt ist er drin. Und welchen Sinn und Zweck hat das Ganze? Das erkläre ich gleich. Also, ich kann jetzt... Drücke Teamwechsel, um als der eingefangene Gegner zu spielen. ZL drücken und dann wechsle ich vom Skylander auf den Bösewicht, der gerade in der Falle ist, die im Portal steckt. Ach du grüne Guacamole! Ich bin froh, dass du jetzt oh, da ist kein Bock drauf. Sheep Creep. Jetzt lass uns dieses Dorf retten. So, ich habe jetzt mittels ZL gewechselt, weil ich spiele eigentlich nicht so mit den Bösewichten. Was hier jetzt noch interessant sein könnte, ja, ist es aber nicht. Manchmal sind hier noch irgendwelche Sachen versteckt, dass man dann doch durchlaufen kann. Gut, die Sprungkissen. Mit diesen Sprungkissen kommst du in höhere Bereiche. Die sind total sprunghaft. Ja, Sprungkissen sind überall dort, wo es zu hoch ist für mich. Da wäre auch wieder so ein Punkt, wo was sein könnte. Korrektur, hier ist so ein Punkt. Hoppla. Oh, in dem Spiel kann man runterfallen. Hier ist sogar was. Was haben wir denn? Oh, ein Flügelsaphir. Der bringt mir Prozente, wenn ich Verbesserungen für die Skylander kaufen will. Flügelsaphir, du wirst später mehr darüber erfahren. Das Praktische ist, man muss die ersten Spiele nicht gespielt haben, um das hier spielen zu können. Wobei, ich habe alle und alle gespielt und, ja, ich würde sie tatsächlich in der Reihenfolge spielen. Verkauft haben sich... Wow. Ah, die Kamera bewegt sich übrigens automatisch, da hat man keinen Einfluss drauf. Das ist manchmal ein bisschen anstrengend, ehrlich gesagt. So. Was wollte ich sagen? Ach ja, richtig. Die, Skylander-Spiele, ich habe die durchgehend auf Nintendo-Konsolen. Das heißt, ich habe die ersten paar für die Wii. Und ab Swap Force, glaube ich, habe ich für Wii U. Moment. Korrektur. Giants habe ich mir später auch noch für die Wii U gegönnt. Ist die Auflösung einfach besser. Ganz ehrlich, Wii-Grafik. Oh, geht so, ne? So, hier sehen wir schon wieder, da ist so eine Kampfgrube. Und da hinten dieser Kristall, der da in der Mitte steckt. Das sollte Treptanium sein. Kriegen wir aber gleich genauer erklärt. Warte mal eine Sekunde. Das sieht aus wie...
Triptanium! Das magische Zeug habe ich lange nicht gesehen. Ich weiß nicht, was Triptanium hier zu suchen hat, aber ich weiß nur, dass die wahrhaft wundersame Kraft der Kristallwaffe eines Trapmasters es aufbrechen kann. Okay, das ist jetzt der Punkt, wo ich einen Trapmaster brauche. Wenn man das Spiel gekauft hat, war eigentlich immer einer dabei und noch irgendwie ein Ersatz, keine Ahnung. Ich kenne den Inhalt jetzt gerade nicht mehr, aber könnt ihr ja mal googeln. Das heißt, ich wechsle jetzt von Voodoo auf... Oh, Hootloop, glaube ich, hieß der, oder? Nee, Lobster. Sterne. So, das ist ein Trapmaster, der ist schon auf Level 14. Okay. Und der kommt mir ein bisschen entgegen, weil ich ganz gerne mit Fernwaffen spiele, wie ihr seht. Ching, 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 ching. Ah, wir machen mal Kleinholz hier so ein bisschen. Ah ja, die Punkte, die da rumfliegen, die sammeln wir ein. Loch, Mist. Also die kleinen Punkte, die da mal rumfliegen, die sammelt ihr einfach ein. Damit könnt ihr die Skylander aufleveln. Ah, die regnen gerade von oben runter, cool. Nicht schlecht. So ein bisschen Kohle schadet auch nie. Und wir haben wieder eine eine falsche Taste gedrückt, eine Schatzkiste. Ich habe ZL statt ZR gedrückt, dämlich. Ich frag mich noch, wird hier eigentlich angezeigt, wie viele Kisten es gibt? Nee. Tatsächlich nicht. In den alten Spielen konnte man das, glaube ich, irgendwie nachgucken. Moment mal. Ich scheine den Kopf noch über Wasser zu haben. Okay, das war's nicht. Das war jetzt die Minustaste. Ziele. Ah, hier ist es. Das kommt mal mit der Plus-Taste hin. So, Sheep Creep haben wir. 7 von 17 Gebieten. Oh, ich muss noch 23 Gegner besiegen. Dann sind hier 4 Elementartore. Fängt schon gut an. Ich habe nur 3 Trapmaster hier. Ein Flügelsaphir, 4 Schatzkisten, eine Schriftrolle, 3 Seelensteine und 4 Hüte. Noch mal ein bisschen was vor. Jetzt mal raus dem Loch hier. Wow. Über die höchste Brandung. So. Das sieht vielversprechend aus. Gefällt mir. Aber wenn du in diesem Spiel was reißen willst, musst du dir die Elementartore ansehen. Man kann sie nur mit einem Trapmaster des passenden Elements öffnen. Bum Blitz! Du hast jetzt Zugang zu einem neuen Bereich, der einen magischen Hut enthält. Was du mit einem magischen Hut sollst, die sind der Wahnsinn. Und sie machen dich stärker. Darum heißen sie magisch. Gut, soweit alles erklärt. Das hier sammle ich noch schnell ein. Hubbidi-hub. Erinnerst du dich noch an die Sprungkissen vorhin? Also das hier ist ein super Sprungkissen. Probier es aus und finde heraus, warum. Das machen wir mal schön später. Jetzt gehen wir erstmal hier rein. Das mit den Das mit den Zonen ist natürlich eine reine Verkaufstaktik. So haben die dann ihre Verkäufe bei den Trapmastern hingekriegt. Weil wer zum Beispiel schon alle Giants hatte, der hatte zwar von jedem Element einen Skylander, aber eben kein Trapmaster. Und den braucht man, um das Ding zu öffnen. Ist ein bisschen mies, aber okay. So war die Masche damals halt, so haben die ein Schweinegeld verdient, weil es gab Leute, die waren wirklich so blöd und haben alle gekauft. Also ich habe keine Ahnung, ich habe 4 Vitrinen voll. So. Das hier schon. Okay. Das hier schon so ein bisschen angezeigt wird, wohin die Dinger geschoben werden können oder müssen. Ist soweit klar. Ups. Ah! Hey, bleib doch drauf stehen. Verdammt. Ja, wie gesagt, das Spiel ist eigentlich für Kinder gedacht, aber oh, ich kenne so viele Erwachsene, die das damals auch mit Begeisterung gespielt haben. Wo ist denn die Schildkröte? Ah, da hinten kommt sie. Weil da muss ich jetzt, glaube ich, drauf hüpfen. Nur vielleicht etwas erfolgreicher wie eben beim ersten Versuch. Hops.
Na also. Gut, dann nehmen wir die Münzen noch mit. Und ab hier rüber. Und wir haben den ersten Hut. Der Schildkrötenhut und der verstärkt unsere Rüstung ein bisschen. Aber ich mag ihn ehrlich gesagt gerade nicht aufziehen. So, dann lohnt sich immer noch mal ein Blick um die Ecke, aber hier scheint nichts mehr zu sein. Flut. Ah, und wir werden automatisch hier rüber katapultiert. Ist okay, damit dürfte die Zone abgeschlossen sein. Was ich gerade nicht weiß... In den alten Spielen, wenn ich jetzt einen Wasserskylander hatte und war in der Wasserzone, dann hat er sich geheilt. Da der hier keinen Schaden hatte, kann ich jetzt gar nicht sagen, ob das hier auch noch so ist. Da oben ist ein Seelenstein. Und drei Jobbies. Ah. Und da es hier auch runter geht, offensichtlich, gehen wir mal da runter. So, schnell die Jumpies platt gemacht. Ah, da ist eine Schriftrolle. Ja. Yep. Der Name Flynn stammt von dem alten arkeianischen Wort für großartig. Die Arkeianer haben mehr als 100 Worte für großartig und sie lauten heute alle Flynn. Ja, nee, ist klar. Captain Flynn begleitet uns schon seit dem ersten Spiel. Er ist einfach ein Großmaul. Aber ein lustiges. Du benötigst einen Trapmaster vom Lichtelement, um dieses Tor zu öffnen. Okay. Den habe ich in weiser Voraussicht auch schon mitgebracht. Aber Pflanze habe ich leider nicht dabei. Aber da werde ich mir gleich einen aus der Vitrine angeln. Strahlend hindurch. Ja, das Lichtelement war im Spiel übrigens neu. Licht und Schatten. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, was das hier alles ist für ein Schrott. Den habe ich damals wohl offensichtlich öfter benutzt. Der ist schon auf Level 20. Unaufhaltsam! Und da hinten ist sogar ein Seelenstein. Spotlight. Ich glaube, den habe ich auch. Bin mir nicht ganz sicher. Da hat man immer einen kleinen Ausblick auf die Fähigkeiten und manchmal auch, zumindest am Anfang vom Spiel, so einen kleinen Ausblick, wie das Spiel weitergeht. Hoch und weg. Okay. Ah, ja, okay. War ein Denkfehler. Da die jetzt auch nicht so furchtbar weit springen können, auch nicht, wenn sie Flügel haben, müssen wir das die Kiste da hinstellen. Aber das kriegen wir hin. Und ab mit mir. Hep. Und Hut. Was ist denn das? Der Windradhut oder was? Wetterfahnenhut. Aber Rüstung plus 25 ist ein Anfang, ne? Aber bei einem voll ausgebildeten, voll gelevelten Trapmaster kann ich darauf wohl verzichten. Ich wechsle aber gleich wieder, weil der hier ist ja schon auf Maximum. Dann nehme ich doch besser einen, wenn er nicht auf Maximum ist. Sprich, wie hieß der nochmal? Lobster. Lobster, genau. Kleines Wortspiel, weil ich meine, dass ein Seestern auf Englisch Lobster heißt.
So, und jetzt wichtig an der Stelle. Ich glaube, wir müssen hier am richtigen Platz hochspringen, damit wir den nächsten Seelenstein kriegen können. Nämlich da drauf landen. War knapp. Blades. Klingen. Well, sofort Sprudelsplitter. Neue Verbesserung freigeschaltet. Okay. Jetzt habe ich das Problem, ich brauche Lebensgeiländer. Wie bin ich an dir vorbeigekommen, ohne dass du mich gesehen hast? Hm? Genau, geheime Ninja-Kommandofähigkeiten. So, das heißt, ich unterbreche jetzt für einen kurzen Moment, hole mir noch einen Skylander und dann geht es direkt weiter. Das ging nochmal ganz schnell. So, jetzt weiß ich wieder nicht mehr, wie der hieß. Mit der Axt. Bushwack. Mir gefällt dein Stil, Compadre. Du benötigst einen Trapmaster vom Lebenselement, um dieses Tor zu öffnen. Okay, der ist auch schon maximal gelevelt. In dieser Zone sind Skylander des Lebenselements stärker. Insofern wechsle ich direkt wieder auf Lobster, um den weiter zu verbessern. Das wäre in der Zone unproblematisch möglich. Gleich seht ihr Sterne! Sterne! So, was haben wir hier? Da sind ein paar Zombies drin. So. Und wenn er mal drauf achtet, je mehr von den kleinen Punkten ich einsammle, was willst du hier? So. Je mehr von den kleinen Punkten, die ich da einsammle, desto mehr geht unten links dieser blaue Balken weiter. Ach so, Moment. Da hieß doch vorhin irgendwas mit, genau. Mit Kürbisse rollen. Ich denke, wir brauchen die beide. Jo. So, also je mehr Punkte ich sammle von diesen kleinen, da rumschwebenden, von den getöteten Gegnern. Oder schlafengelegten Gegnern. desto weiter wandert der Balken rüber und irgendwann habe ich es dann geschafft. Jupp, schon wieder die falsche Taste. Und dann geht das nächste Level höher. Man das Melonenhut? Melonenhut. Nein. Also ich brauche die Hüte nicht wirklich. Manche sehen ganz witzig aus, aber boah. Wozu denn? Folge mir, Kumpel. Ich führe dich gleich mitten rein in die Action. Das Interessante wird am Schluss sein, habe ich alles gefunden. Das ist nämlich immer so ein Ding hier. Okay, hier gibt es jetzt erstmal auf die 12. Weil das wieder so ein Kampftor. Ah, mal gucken, wer auf uns zukommt. Wenn du durch dieses Tor möchtest, musst du dich mit einem Trapmaster des Technologieelements zusammentun. Okay, an den hatte ich direkt gedacht. Einen Trapmaster vom Technologieelement, um dieses Tor zu öffnen. Ich weiß noch nicht mehr, wie der Dicke da heißt. Ausgezählt. Jawbreaker. Der ist auch erst auf Level 12. In dieser Zone sind Skylander des Technologie. Diäthöhle. Na, da will ich eigentlich gar nicht hin. Hä? Ah, okay. Begriffen.
eine kleine Jump-and-Run-Passage. Mist. Der Dicke ist nicht weit genug gehüpft. Gut. Höllisch schwer ist es nicht, aber ich tue mir tatsächlich jetzt noch ein bisschen schwer schon. Boah, das war knapp. Weil ich halt die Kamera nicht drehen kann. Aber es gibt es ja in vielen Spielen. Anglerhut? Eimerhut. Sieht nicht aus wie ein Eimer. Aber wir sehen, alle Hüte gefunden. Nö, auch nicht aufsetzen. Verstecken. Hey, der gefällt mir. Wop, 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 wop. Das sieht vielversprechend aus. Gefällt mir. Ist da was? Oder kann ich schon nur runterfallen? Ich habe gerade was gesehen beim Runterfallen. Da unten war ein Sprungkissen. Aha. Super geheimer Ort. Das ist jetzt wieder so ein Ding, das ist typisch Skylanders, weil irgendwo haben sie dann immer mal ganz gerne was versteckt. Und dann ist man fertig und ein Gebiet fehlt und dann muss man sowas erstmal finden. Ja, und das hier hatte ich beim Runterfallen gesehen. Oh Mann! Denk daran, dass du jederzeit zwischen einem Skylander und einem eingefangenen Verbrecher wechseln kannst. Wow! Ich glaube, es gibt schlechtes Wetter, die Fässer fliegen so tief. Sie nennen ihn den Gulper. Und das Komische an der Sache ist, dass er auch im Wolkenknackerknast sitzen sollte. Hier geht etwas ganz Sonderbares vor und wir müssen das ergründen. Und zwar pronto! Sprudel! Ich brauche Sprudel! Der scheint einen ganz schönen Brand zu haben. Siehst du? Deshalb brauche ich Sprudel! Ach, der wird dann immer größer. Der Gulper. Gemeines Vieh. Aber da hier anscheinend auch noch was ist. Ja, genau. Okay. Also immer wenn ihr glaubt, einen Weg gefunden zu haben und das Gegenüber auch noch einer, lohnt sich der Blick in die andere Richtung. So. Bisschen Kohle noch gemacht. Gut, wahrscheinlich habe ich genug. Nur eine Idee. Wenn der Gulper Sprudel will, dann sollte er keinen Sprudel kriegen. Du musst also nur rüber zum nächsten Gebäude springen und den Sprudelbottich zerstören, bevor er ihn austrinken kann. Das sollte ihn aufhalten. Wie der Sprudel sich reinkippt. Super. So, jetzt hatte ich aber hier auch noch was entdeckt. Genau. Das hatte ich beim Rüberhüpfen auch gesehen. Aber das haut uns jetzt nicht vom Sockel. Das wäre jetzt halt schön, wenn man hier die Kamera drehen könnte. Dann wüsste ich nämlich, was da unten drunter ist. Aber das sieht für mich genau aus wie der Punkt, wo ich herkomme. Gehen wir also nicht mehr hin. Wenn nachher noch ein Gebiet fehlt, gehen wir nochmal gucken. Ach so, stopp. Der hier noch. Bumm. Ja, ich weiß, dass ein irres Sprudelfest stattfindet und ein riesiges Wesen das Dorf bedroht, aber wir können trotzdem eine Partie Himmelsteinschmettern einschieben, oder? Oh, Moment, du kennst das ja noch gar nicht. Das ist okay. Rette erst einmal die Stadt und komm zurück, wenn du die Spielregeln gelernt hast. Jo. Also in den ersten Spielen gab es Himmelssteine und hier gibt es Himmelsteinschmettern. Ist so ähnlich, glaube ich. Weiß ich nicht mehr. Kriegen wir hin. Ja, das Sprudelfest ist ruiniert.
So, ist hier unten irgendwas? Offenbar nicht. Aber da hinten könnte was sein. Also was mit Ballons auf sich hat, habe ich echt keine Ahnung, aber das Ding hauen wir mal lieber platt. Bevor der Fette sich das greift. Dies ist ein Schurkenlager, Portalmeister. Wechsle einen gefangenen Schurken ein, um die Belohnung zu kassieren. Ah, okay. Guck mal da, das zählt zu den Schatzkisten dazu. Mhm. Zurück in den Kampf! Das hasse ich ja, wenn da was ist und ich kann nicht hin. Okay. Wir kommen da nicht weiter. Ich will Sprudel. Sprudel schmeckt gut. Da ein Bäuerchen, das die Heide wackelt. Was denn jetzt? Oh, das ist ein Korken. Okay. Da ging's rüber. Alle Gebiete gefunden. Trotzdem springe ich noch darunter. Junge. Griffel weg. Ja, genau das dachte ich auch. Jetzt schnell rüber da und den Bottich zerstören. Welchen den da? Hä? Wo ist denn der Typ hin? Ich dachte, er hätte noch was zu sagen. So, da hinten sehe ich doch. Da ist ein Seelenstein. Wir gucken nochmal ganz schnell nach den Zielen. Also Gebiete habe ich alle. Es fehlen mir noch 9 Gegner. Ein Schurke, gut, der ist da. Oh, sehr schön. Das ist also der letzte Seelenstein. Ich brauche nur noch ein paar Gegner zum Plattmachen. Wo kriege ich die denn her? Ich hatte gerade die allerbeste Wahnsinnsidee. Selbst für mich. Siehst du die beiden Bottiche? Jo. Der orange Ambrosia-Kühler ist der Sprudel des Jahres. Das andere grüne Zeug ist Bodensatzplörre mit Aalgeschmack und schmeckt noch scheußlicher, als es klingt. Aber wenn wir die vertauschen und den Gulper die Aalplörre trinken lassen, holt ihn das vielleicht wieder runter. Okay. Aber zuerst hol ich mir den Seelenstein. Ich brauche noch Gegner. Aus dem Weg schieben. Wo soll ich denn die hernehmen? Ich habe doch alles platt gemacht, was da war, oder? Oh, das ist mein Seelenstein. Wie nett. Na los, Skylander. Ich glaube, der kann ganz schön austeilen. Der schnellste ist er nicht, aber sieht gut, sieht aus wie ein guter Nahkampf-Skylander. Lauf vor und schieb diese Bottiche. Das sollte doch für einen dynamischen Skylander wie dich kein Problem sein. Okay,
Jetzt musst du nur noch den Altsprudel dorthin schieben, wo der... Gut gemacht! Ich war wohl ein bisschen schnell. Ja, wohl bekommst. Hä? Er ist aber deutlich geschrumpft. Besiegt. So, jetzt brauchen wir eine Wasserfalle. Wasserfalle ins Portal, um diesen Schurken zu fangen. Hallo. Zack. Oh. Bleib weg, du Wirbelding. Look. Hey, mein Dreizack. Ich wollte doch nur sprudeln. Ach was, du bist eine sprechende Schnecke. Hau ab. Ab in die Falle. Den Gulper gefangen. Ja? Ah, jetzt. Okay. Das mit den Gegnern verstehe ich jetzt gerade nicht. Wo soll ich denn da noch neuen hernehmen? Okay. Aber zumindest haben wir das Level durch und alles gefunden. Also ich werde jetzt nochmal durch das Level durchmarschieren und gucken, dass ich noch ein paar Gegner finde. In alten Spielen gab es Jumpy-Spucker. Wenn man die zu schnell platt gemacht hat, kam natürlich keine mehr nach. Wenn ich hier sowas in der Richtung auch nochmal finde, muss ich tatsächlich mal gucken. Boomblitz! Noch eine erfolgreiche Mission. Komisch, der Gulper sollte eigentlich eingesperrt sein im... Wolkenknacker-Knast, richtig? Wer sind die? Ich weiß. Und noch schlimmer, der Knast ist weg. Als hätte ihn jemand geknackt wie eine Nuss. Ich bin übrigens Max, Erfinderin aller coolen Sachen in der Skylander Akademie. Sowie um die 87 Millionen anderer Dinge. Du hast richtig gehört. 87 Millionen. Schön, dich kennenzulernen, Skylander. Einen Moment, Max. Wenn der Wolkenknacker-Knast zerstört wurde, könnten alle möglichen üblen Bösewichte auf freiem Fuß sein. Wir müssen das so schnell wie möglich herausfinden. Wir könnten die Steinköpfe auf der Besserwisserinsel fragen. Sie wissen alles. Das Problem ist nur, dass die Insel von Trollen erobert wurde. Trollen? Kein Problem. Falsch, Kompadre. Großes Problem. Gut, dass ihr mich habt. Brechen wir auf, Skylander! Immer langsam, Buzz. Der Skylander ist gerade erst angekommen. Sieh dir in Ruhe die neue Akademie an. Natürlich habe ich immer noch jede Menge daran zu tun. Aber bitte, sieh dich um. Und wenn du bereit bist, zur Besserwisserinsel aufzubrechen, sagst du einfach Captain Flynn Bescheid. Okay. Also, hier gibt es erstmal so eine Sternenkiste. Wechsel, um als der... Immer wenn du um einen Portalmeister-Rang aufsteigst, erscheint eine Sternenkiste in der Skylander Akademie, die eine besondere Belohnung enthält. Okay. Ich dachte gerade, heißt das Ding überhaupt Skylander Sternenkiste und nicht Sternengeschenk, aber ist in Ordnung. Nehmen wir. Ich habe echt keine Ahnung mehr, was da drin ist. Ein Diamant? Unbesiegt. Okay, 1000. So. Da flattert Persephone hier rum. Sehr gern nochmal. Es ist so fröhlich, wieder mit dir an diesem magischen Ort zu tanzen. Ich will helfen. Ich kann Gold in magische Verbesserungen für alle Skylander umwandeln und deine Kräfte noch stärker machen. Ich glaube, in Swapforce war die gar nicht drin, oder? Notfalls guckt ihr euch mein Let's Play an. Okay, da gehen wir mal noch ganz schnell gucken. So, weil ich weiß, dass hier so ein Übungsgelände ist. Da kann man dann testen, wie viel Bums die Attacke hat. Ich glaube, hier gab es die Verbesserung. Was ist das denn?
Du hast dein Schmuckstück erhalten, Elementardiamant. Okay. Das wusste ich nicht. Und da zappelt was. Und das reagiert auch, wenn ich drauf prügel. Und irgendwas kam da raus. Na, egal. Ich dachte jetzt, dass man sich da drin verbessern könnte. Aber augenscheinlich nicht. Na egal, da haben wir das Ding auch schon abgefrühstückt, was soll's. Dann müssen wir vielleicht Persephone doch persönlich ansprechen. Oh. Bereit für eine weitere magische Verbesserung? Okay, ich hab schon alle. Na gut, aber komm bitte zurück, wann immer du magst. Man kann die Skylander natürlich auch zurücksetzen, wenn man das möchte. Dann fängt man halt wieder bei Null an. Aber das möchte ich nicht unbedingt. Kleiner Funfact, wenn ich hier langlaufe, ist mir gerade aufgefallen, diese Kugeln drehen sich dann immer auf das entsprechende Element. Gut, hier geht es auf jeden Fall noch deutlich weiter. Das machen wir heute aber nicht mehr. Da werde ich zwischendrin immer mal sowas einflicken. Glaube ich. Mal gucken. Mit dem will ich erstmal gar nicht reden. So, ich glaube, viel mehr ist hier in der Akademie im Moment nicht zu machen, außer noch gucken, was das ist. Hä? Gesucht Poster. Okay. Oh, da habe ich wohl noch ein paar... Moment. Oh, da sind die ganzen Gegner, die noch kommen. Oha. Okay, das könnte interessant werden. Egal. Ich gehe jetzt nochmal durch und guck mal, dass ich die Gegner noch zusammenkriege. Ich laufe einfach nochmal von vorne los. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wo ich welche übersehen haben soll, aber ich guck mal. Bis gleich. Okay, kurzer Zwischeneinwurf. Ich habe jetzt mal geguckt. Ich bin jetzt bei 20. Und bin an der Stelle, wo ich das erste Mal auf dieses Treptanium gestoßen bin. Und habe jetzt einfach mal abgewartet. Da kamen doch einige Jumpies und noch so ein grünes Vieh hier oben runter. Das hatte ich beim ersten Mal, glaube ich, nicht. Also meine Vermutung ist, dass das die Stelle ist, wo ihr in Ruhe alles platt machen müsst. Ich gehe mal noch zum Ende und guck mal, wie es dann aussieht. Na also, ich bin jetzt an der Stelle, war jetzt noch kurz in der, was war das, Lebenszone. Da waren ja auch noch ein paar Gegner drin, hab die jetzt noch platt gemacht und da schau her. Hab's geschafft. Also, ich glaube, das, was ich vorhin gesagt habe, oder für euch gerade eben, mit dem Punkt, wo das erste Treptanium ist, macht das Treptanium erst dann platt, wenn keine Gegner mehr kommen. Ich glaube, dann schafft ihr das Gegnerziel direkt. Damit hätten wir es geschafft. Das war Level 1 von Skylanders Trap Team. Und dann gucken wir mal, was wir im nächsten Teil machen. Ich tippe mal ganz vorsichtig auf Level 2. Und vielleicht hier noch ein bisschen umgucken. Alles klar. Ich hoffe, das hat euch ein klein bisschen gefallen. Und wenn euch das Spiel interessiert, dann, wie gesagt, folgt meinem Kanal. Dann geht's bald weiter. Und bis dahin, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, damit ihr nichts verpasst. Videos gerne kommentieren und ansonsten Leben genießen. Bis denn dann. Tschüss.